Gerade über 1500 Meter der Frauen. Zwei mit Olympianorm haben wir in diesem Rennen mit dabei. Und eine, das ist die deutsche Jahresbeste in diesem Jahr. 4:04:30 beim Diamond League Meeting in Rom. Wir begrüßen ganz herzlich von der LGT Mercedes-Benz Corinna Hammer. Mit ihr steht in diesem 5 Meter Finale die junge Dame, die die Olympianorm über die Hindernisse in diesem Jahr bereits geschafft hat. Von der LG Eintracht Frankfurt. Gesa Felicitas Krause. Deutsche Meisterin 2009 und 2008, zweimal deutsche Hallenmeisterin, Denise Krebs. So, auf geht's, wir wollen ein schnelles Rennen sehen und das geht nur mit Unterstützung von Anfang an, die 1500 Meter Läufer. Und Corinna Hammer hat es vorher gesagt, wir müssen mit ein schnelles Rennen, wenn Sie hier begleiten auf die eine oder andere, wie die Olympia noch passiert. Und Sie haben die Führung verloren, Corinna Hammer von der LGT Mercedes-Benz. So, jetzt ist Nina auf der Gegengerade. Elina Süjev, Diana Süjev. Corinna Hammer auf Platz 3. Denise Krebs auf Platz 4 im Moment. Genau, das ist die Unterstützung, die unsere 1500 Meter Läuferin brauchen. Jetzt sind es noch zwei Runden. Jetzt drüber eingangs gegeben, gerade 800 Meter Zwischenzeit. 2:17:20. Und jetzt hinein, Corinna Hammer, wieder die Initiative. Hier ist die Liste als zweiter Position jetzt. Dann, ja, natürlich, die Initiative.